gefallen ist, nicht nur heute am Sonntag, sondern auch schon gestern am Samstag. Warum haben Sie sich hier leichter getan als auf vielen anderen Rennstrecken? Ja, ein bisschen historisch ist das. Das heißt, Ihre Abstimmungsweise des Autos, die Aerodynamik für diese Kurvengeschwindigkeiten und Kurvenradien, die hier sind, ist vermutlich besser ausgerichtet als noch auf anderen Strecken. Das ist das Übliche in der Formel 1. Das haben wir im Laufe der Saison gesehen. Ferrari hier eigentlich ein bisschen schwächer als erwartet und auch erhofft. Und Red Bull hat halt gerade nicht mitkommen können. Mhm. Deshalb Akmadewiesen, sage ich einmal, für den Weltmeister. Pole Position, schnellste Runde und natürlich den dominanten Rennsieg. Mhm. Und besser hätte sich dann auch Toto Wolff sein Comeback auf dem Chefsessel wohl nicht vorstellen können, Marc Wurzinger. Es gibt keine Zeitentabelle, Toto Wolff, die Mercedes an diesem Wochenende hier in Abu Dhabi meines Wissens nach nicht angeführt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, was mir noch so am Wochenende den Teamchef fragen soll. Ich versuche es mit einem Zitat vom Niki. Besser geht's nicht, weiter so. Ja, genau, das hätte er gesagt. Er fehlt zu der Zeit, weil ich glaube, das hätte ihn stolz gemacht, was das Team geschafft hat in diesem Jahr und auch jetzt im letzten Rennen, gerade in Abu Dhabi. Hamilton hat von Anfang an dieses Rennen sichtlich unter Kontrolle gehabt. Sie waren so entspannt, hat man gesehen, dass sie sogar einen Kommandostand verlassen und sich einen Boxenstopp aus der Pitlane anschauen. Sehr ungewöhnlich. Ja, ist ungewöhnlich. Habe ich zum ersten Mal gemacht in diesem Jahr und jetzt war es unser bester Stopp. Und dann hat der Chefmechaniker gesagt, ich soll mich dort öfter hinstellen. Aber ich glaube, das werde ich nicht machen. Ich werde sie ihre Arbeit normal weiterlassen machen. Es gibt noch eine Untersuchung gegen Charles Leclerc, wird einige Zeit dauern, da geht es um irgendwie zu viel Benzin im Auto oder irgendetwas mit dem Treibstoff. Das heißt, Valtteri Bottas könnte auch noch das Kunststück gelungen sein, theoretisch wie Carlos Sainz zuletzt in Sao Paulo, von 20 aufs Podest zu fahren. Ja, ich weiß gar nicht genau, was da jetzt dabei herauskommen wird. Auf der Strecke ist er Vierter, aber für mich wie ein Sieger, weil von ganz hinten auf Vier zu fahren, ist schon eine gute Leistung. Vom Rennen gibt es jetzt nicht wirklich mehr was zu analysieren. Lassen Sie mich zum Schluss noch fragen, ein Sum-up dieser Saison vom Teamchef. Es fällt mir schwierig, das jetzt zu sagen, in der Hitze des Gefechts in Abu Dhabi. Ich bin einfach unheimlich stolz auf die Mannschaft, dass wir im sechsten Jahr uns immer wieder so weit gestretcht haben, müde waren und trotzdem gewonnen haben. Und ja, das ist einfach das ist einfach nicht so einfach, auch wenn es so aussieht, dass wir immer wieder vorne sind. Aber hinter den Kulissen, da brodelt es schon ganz schön und gibt einen Grund, warum das vorher nicht gelungen ist. Also das ist dank der Mannschaft. Gratulieren und verbeugen uns. Danke, das braucht ihr nicht machen. Und diese Mannschaft, die feiert heute noch. Es gibt die traditionelle Mercedes End-of-Season-Party hier in Abu Dhabi. Ein Wort noch zu Valtteri Bottas. Umso bemerkenswerter, meine ich, seine Leistung von 20 auf 4. Lange Zeit ohne DRS. Also der hat es schwerer gehabt als viele, die von ganz hinten mit einem Top-Auto gestartet sind und dann weit nach vorne gefahren sind. Huck, du hast gesprochen und hast vollkommen recht. Die beiden Endstände in den beiden Welten verliert hat und ganz oben sollten eigentlich Sie stehen, meine Damen und Herren. Ihr wart wieder ein großartiges Publikum. Absolut, und wir sind nämlich auch Weltmeister. Mhm. Mit Ihnen zu Hause, mit dem ORF, ist es uns gelungen, dass wir Quotenweltmeister sind gegen alle anderen Formel 1 Sender, die übertragen. Wir haben immer die höchsten Prozentreichweite. Ja, genau. Ja. Und das ist Leiwand. Danke. Wir müssen weitermachen. So, wir müssen das nächstes Jahr auch verteidigen. Allen sagen, zuschauen bitte ab 13. 15. Nein, 15. ist Rennen, am 13. Ja. Achso, freilich. Ja, ja, genau. 15. März. Jetzt, bevor Hammer ganz ausflippt, Hammer, bis auf. Jetzt gibt es den Zipfleisch, dann gibt es Skispringen aus Ruka. Wir wünschen eine schöne Formel 1 Winterpause, einen schönen Advent. Und wie gesagt, wann geht's jetzt los? Freitag, den 13. Nächstes März. Jahr. März 2020. Wiedersehen. Nebenbei gemerkt, ja. Also, für euch. Tschüss, ciao.